Sitz an der Comer See, elegante Menschen und viele schöne Oldtimer im Garten der Villa d'Este. Concorso d'Eleganza, das ist alle Jahre wieder einer der wichtigsten Höhepunkte im Oldtimer-Jahreszyklus. Der automobile Schönheitswettbewerb, zu dem Sammler aus der ganzen Welt ihre kostbaren Karossen bringen, ist Ende Mai Schauplatz der besonderen Art. Dank der Zusammenarbeit des Grand Hotel Villa d'Este und der BMW Group Classic. Das Motto 2018, Hollywood on the Lake. Die Kulisse ist filmreif und legendär wie die illustren Gäste des Grand Hotels in Cernobbio. Adelige, Industrielle, Oligarchen, Sportmanager und Unternehmer eint die Leidenschaft fürs Automobil. Die Auszeichnung Coppadoro, den Preis des Publikums, nahm an diesem Samstag der Schweizer Paar Albert und Rita Spies überwältigt entgegen. Der 33-2 Alfa Romeo Stradale war 1968 um einiges teurer als der Ferrari 276 GTB-4 und der Alfa wurde insgesamt nur 18 Mal gebaut. Der Höhepunkt des Concorso d'Eleganza ist jedoch der Schaulauf der automobilen Preziosen über die Terrasse der Villa d'Este. Die Schönsten der Schönsten werden hier prämiert, während das Publikum Kaffee und Champagner trinkt. In der Bewegung kann man nun auch einmal die Einzelstücke ganz besonders genießen. Die Parade auf der Terrasse wurde durch den Streetrun der historischen Motorräder eröffnet. Rennsportwagen der Vorkriegsjahre bestechen durch ihr puristisches Design und durch ihren satten Sound. Unrestauriert ist auch beim Concorso d'Eleganza ein Wort, das immer häufiger fällt und 2018 einen neuen Schwerpunkt bildete. Ältestes Fahrzeug in dieser Klasse war der italienische Scud 2535 HP von 1913 im Originalzustand. Das Fahrzeug war 104 Jahre lang im Erstbesitz einer Familie in Kalabrien. Mit hoffnungsvollen 100 Kilometern pro Stunde auf dem Tacho ausgestattet, war der kleine Beachwagen Fiat 500 Spaggia von Giovanni Agnelli ein Hingucker. Auch Concept Cars gehören ganz traditionell zum automobilen Schaulauf am Concorso d'Eleganza. Sein rollendes Debüt feierte dagegen der Rolls-Royce Cullinan. Das mächtige Luxus-SUV mit 12 Zylinder fand bei dem betuchten Klientel am Comer See Zuspruch. Battista Pininfarina gleitete den einzigartigen Jaguar XK 120 ein. Inzwischen sind die Concept Cars der 1970er Jahre wertvolle Sammlerfahrzeuge geworden. Der amerikanische Sammler Philip Seraphine rollte mit dem berühmten Kyle Lancia Stratos Zero von Designer Marcello Gandini vor die Jury. Unter dem flachen Glasdach saß mit ihm seine neue Freundin, Topsängerin Avril Lavigne. Bei den Klassikern mit Verbindung zum Film glänzte der goldene Ferrari 500 Superfast, der einst Peter Sellers gehörte. Der Aston Martin DB5, mit dem John Connery in Goldfinger seine Verfolger abschüttelte, zählt zu den legendärsten Filmfahrzeugen überhaupt. Selten war Product Placement so gelungen. Schauspielerin Rita Hayworth durfte sich über den Cadillac Serie 62 mit Karosserie von Ghia als Geschenk vom Aga Khan freuen. Heute ist der Wagen zu bestaunen im Peterson Museum in Los Angeles. Ohrenstöpsel und Schutzbrillen wurden verteilt, als die Formel-1-Boliden von 1954 bis 1985 vorfuhren. Beeindruckend? Ja. Elegant? Nein.
aber sie gaben der Veranstaltung einen neuen Drive.